Hallo und herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft der Engel vom 10. bis zum 16. August. Und ja, ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich hier in meinem Video. Wenn du das erste Mal hier bei mir gelandet bist, mein Name ist Wiebke Gottschalk und ich bin spiritueller Coach, begleite Menschen dabei, die Energiearbeit aktiv in ihre Arbeit zu integrieren. Ja, das mache ich auch in meinen Ausbildungen. Nächste Woche startet meine Ausbildung zum spirituellen Coach. Ja, die geht wieder über 6 Wochen. Und wer dann noch dranbleiben möchte sozusagen, da geht es dann weiter mit dem Engelmedium. Da gibt es dann auch noch die Einweihungen in meine Symbole. Und dann kann man wirklich mit diesen Energien arbeiten für sich und für andere. Ja, und es ist immer so, so schön. Das ist jetzt auch wieder in der Gruppe, die schon besteht, auch in Facebook. So eine wunderschöne Energie. Und alle sind untereinander so da und helfen sich. Und es ist wirklich ganz toll, weil man dann auch über die Zeit natürlich sich austauschen kann und auch miteinander das Ganze üben kann. Ne? Gerade auch, wenn es um Chakrenausgleich geht oder auch die Fernbehandlung. Und da finden sich dann wirklich immer Partner, wo man sich auch treffen kann und über die Ferne gleich die Fernbehandlung üben kann oder auch mit dem Kartenlegen. Das Kartenlegen ist ja auch ein Modul dabei, dass man dann übt, mit den Teilnehmern gegenseitig sich auch die Karten zu legen. Und ich freue mich schon wieder so auf diese magische Zeit. Es sind immer ganz, ganz besondere 6 Wochen, auch immer wieder für mich. Ganz besonders, weil ja immer wieder auch die Gruppe anders ist und ich freue mich da schon. Also wenn du Interesse hast, schau dich auch gerne auf meiner Homepage um. Da gibt es auch ein Video dazu, wo du dir nochmal genau anschauen kannst, was in der Ausbildung vorkommt, wofür sie genau ist oder wie du damit genau arbeiten kannst. Du kannst mich aber auch gerne anschreiben. Wir können auch gerne telefonieren, wenn du nähere Infos haben möchtest. Ja? So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir in die nächste Woche und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, und wir können starten. Und heute unterstützt uns wieder die Transformationspyramide. Damit mache ich nachher noch eine kleine Energieübertragung mit den neuen Karten. Und auch auf diesem Weg nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure tollen, tollen Feedbacks zu den neuen Karten. Die Energien sind für viele, die auch schon mit anderen Kartensets von mir arbeiten, nochmal stärker spürbar und sie sind auch einfach nochmal energetischer. Ne? Es geht um das goldene Licht und auch mit Erzengel-Metatron-Energie, also sehr, sehr kraftvolle Energien und auch wirklich sehr stark für deine wahre Essenz, ja, für deine Reinigung und Klärung, Neuausrichtung zuständig und sie bringen wirklich so neue Impulse in dein Leben. Und ich habe wieder in der Mitte die Kollektivbotschaft gelegt, auch mit dem neuen Kartenset. Und dann haben wir jeweils rechts und links die persönlichen Seiten, wo du dich dann auch einfach entscheiden kannst, welche Seite für dich die stimmige ist. Und auf der rechten Seite haben wir diesmal die Selbstliebe-Pyramide. Und auf der linken Seite haben wir die Urkraft-Pyramide. Und entscheide das einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus. Ja, ihr wisst es, das ist wirklich immer so das Beste, gar nicht großartig nachzudenken. Und ich starte direkt mit der Kollektivbotschaft. Und da haben wir die Urquelle des Seins. Ich schöpfe Kraft aus der Quelle und lade mich mit ihr auf. Ja. Also in der nächsten Woche geht es wirklich darum, Kraft zu schöpfen. Vielleicht war es für den einen oder anderen in der letzten Zeit so ein bisschen stressig oder einfach aufreibend. Ja, so eine anstrengende Zeit und das ist wirklich Zeit, in der nächsten Woche sich wieder aufzuladen. Ja. Ich habe jetzt die Karte für uns ja gezogen. Das heißt, die Energien fließen auch für alle, die dieses Video jetzt schauen. Und es wird so eine Krafterhebung praktisch stattfinden, ja, dass du wieder mehr in deine Kraft kommst. Aber versuch auch wirklich aktiv dafür was zu tun, ja, wie du wieder in deine Kraft kommst. Ja, da haben wir alle unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Wahrnehmungen auch. Sicherlich gehört es auch dazu, selber damit zu arbeiten, wenn du zum Beispiel sagst, ich gönne mir jetzt eine Auszeit und mache einen Spaziergang im Wald. Andere brauchen Sport dazu, um wirklich mehr in die Mitte zu kommen.
Yoga, Meditation, all das kann dich in der nächsten Woche wieder unterstützen, in diese Kraft zu kommen. Ja? Aber es geht auch darum, bei der Karte dich wirklich mit der Urkraft des Universums zu verbinden, also wirklich auch deine persönliche Verbindung wieder mehr wahrzunehmen und zu spüren. Ja? Und ich finde das immer ganz gut, wenn man sich wirklich über die Füße erdet, ne? Vielleicht auch barfuß mal, jetzt gerade im Sommer ist es ja super, im Garten läuft und bewusst wirklich sich mit der Erde zu verbinden und dann wirklich sich aufzuladen mit der Energie. Ja. Und ich beginne jetzt mit der linken Seite, wenn du dich für die Urkraftpyramide entschieden hast, und starte mal mit der Karte von der lieben Sandra Hörner. Botschaften deiner Seele. Und für euch, wow, da zeigt sich der Frieden. Schaut mal. Du suchst deinen Frieden im Außen. Dort wirst du ihn nicht finden, solange du den Frieden in deinem Herzen nicht gefunden hast. Höre auf, deinen inneren Frieden von äußeren Einflüssen abhängig zu machen. Mein Frieden ist in mir, ich bin ruhig und gelassen. Ja, passt auch zu der Urquelle des Seins. Ne? Nimm dir Zeit für dich und komm in deinen Frieden in dir drin. Ja, das ist so eine innere Haltung, sage ich auch immer so. Du entscheidest, wann dieser Frieden da ist und wann nicht. Ne? Viele machen das von außen abhängig, aber es ist in dir. Wenn du sagst, jetzt ist Ruhe und Stille hier, dann ist das so. Ne? Dann habe ich uns eine Urkraftkarte gezogen. Mal gucken, wie die dazu passt. Wow, da kommt die Portalöffnung. Ja. Also da kann wirklich noch mal was aufgehen. Und da geht es auch darum, ich erkenne und verändere, ich bin bereit. Also da kommt noch mal eine neue Stufe auf euch zu, die dich vielleicht diesem inneren Frieden auch näher bringt. Ne? Also da gehen wirklich noch mal so Sachen und Türen auf. Eine Energieerhöhung hier wirklich bei euch auf der linken Seite. Und dazu habe ich uns eine Blockadenlöserkarte gezogen und die sagt uns nochmal, was da genau das Problem ist. Und da kommt die Balance. Ja, wow. Es geht wirklich bei euch in der kommenden Woche darum, mehr in die Balance zu kommen. Ne? Ihr habt ja auch die Urkraftpyramide gezogen, also es geht darum, wieder mehr Kraft zu bekommen. Und die Portalöffnung ist ja auch dazu da, wirklich sich aufzuladen, aber auch zu erkennen, was ist der nächste Schritt. Und es ist definitiv für euch ein nächster Schritt auch dran. Vielleicht wird der auch sichtbar. Jetzt die Balance-Karte, die wird diese Dinge in Balance bringen, die in Balance müssen. Ja, durch das Ziehen der Karte fließen die Energien zu dir. Wenn du die Karten hast, dann mach dir auch gerne damit ein Energiewasser. Das ist ja immer so mein Morgenritual. Ne? Ich mache mir immer morgens ein Wasser mit den Karten und wähle da auch intuitiv aus, welche Karte jetzt gerade dran ist. Und das kann auch schon helfen, das Energiesystem wieder so ein bisschen zu balancieren. Und dann haben wir die letzte Karte von dem neuen Kartenset. Und da gibt es den Energieschub. Wow, also das passt wirklich richtig gut zusammen. Ne? Ich habe die Energie, alles zu erreichen, was ich möchte. Also richtet euch auch wirklich da aus, was willst du denn wirklich? Ne? Also wahrscheinlich ist, also ich habe so das Gefühl hier auf der linken Seite, dann bist du unzufrieden mit etwas in deinem Leben. Du bist nicht so ganz ausgeglichen, du bist unzufrieden, du möchtest etwas verändern, du traust dich aber nicht, etwas zu verändern. Und dieser innere Frieden ist gerade überhaupt nicht da. Und es liegt jetzt einfach so an dir, dich da wieder zu balancieren und einfach zu gucken, wo geht's hin? Ja? Und die Stichwortkarte von der lieben Peggy, die sagt uns noch, ja, wow. Es geht um deine Bereitschaft, ja. Bereit kann losgehen. Ne? Es ist wirklich so, es geht darum, dann, wenn du den Startschuss gibst, dann kann das losgehen. Dann kann die Veränderung auch kommen, wenn du dazu bereit bist, ja. Es braucht die Bereitschaft. Ne? Das ist wie so ein Commitment. Ja, ich möchte das und das verändern und dann geht's los. Also entscheide dich wirklich, da zu starten, wenn du etwas verändern willst. Und geh dann auch wirklich los und die ersten Schritte sind auch gar nicht so wichtig, sondern
Es ist wichtig, überhaupt loszugehen, damit du wirklich auch siehst, wo es weitergeht. Wenn du nicht losgehst, dann siehst du nicht, was um die Kurve rum auf dich wartet. Und da bekommst du oder ihr jetzt hier auf der linken Seite wirklich nochmal so einen Anschubs, dass ihr wirklich auch weitergeht. Ne? Sehr energiereiche Woche. Und das Ziel ist wirklich, in Frieden, inneren Frieden und in Balance zu kommen. Ja? Das ist für euch wirklich das Ziel, da wieder mehr hinzukommen. Wow, ja. Dann kommen wir auf die rechte Seite. Und da habe ich wieder die erste Karte von der lieben Sandra. Und da zeigt sich die Kraft deiner Gedanken. Kann man das lesen? Ja, jetzt, ne? Erwischst du dich manchmal dabei, wie du in einer Negativspirale feststeckst? Ich muss mal gerade die Kamera ein bisschen einstellen. Da, feststeckst. Mach dir immer wieder bewusst, dass du der Herr deiner Gedanken bist. Richte dich jeden Tag positiv aus, so ziehst du Positives in dein Leben. Ich denke positiv und ziehe die Fülle auf allen Ebenen an. Ja, ja, bei euch ist es so, da geht es ein bisschen um die Mangelgedanken. Ja, vielleicht hast du da noch ein Mangeldenken irgendwie. Also es hat was mit Füllebewusstsein zu tun, was jetzt mehr und mehr auch zu dir kommen will. Und da geht es wirklich auch darum, ne, dieses, ihr habt die Selbstliebe-Pyramide gezogen. Wenn du in deiner Selbstliebe bist, dann hast du auch deinen Wert, dann kennst du auch deinen Wert. Und da soll es für euch jetzt in dieser Woche hingehen, mehr dieses Selbstwert zu haben, Selbstwert zu erkennen. Vielleicht bist du auch noch so, vielleicht sind da noch mal so Neidthemen da oder du vergleichst dich immer mit anderen. Das kann sein, dass sich das in dieser Woche noch mal zeigt. Dann haben wir die Urkraftkarte und da kommt auch das Licht des Universums. Also es ist wirklich da auch Portalöffnung und Energieschub. Also es scheint eine ziemlich energetische Woche zu sein, obwohl die Portaltage ja auch erst viel später dran sind, die 10. Das Licht des Universums unterstützt mich in all meinen Lebensbereichen. Ne? Also da hast du auch die Unterstützung dazu, das zu erreichen. Dann haben wir das goldene Licht und da kommt noch sogar eine Kristallkarte. Ja, und da könnt ihr auch wirklich noch mal Sachen aus der Vergangenheit auflösen. Ne? Das ist eine Reinigungskarte und da geht es um die Vergangenheit. Ja, also es werden sich in der Woche für dich oder für euch noch alte Themen auflösen und belastende Situationen werden gereinigt. Ich bin in Balance. Ne? Da geht noch was Altes raus, also was dich da schon längere Zeit belastet. Ja, vielleicht auch mit diesem Thema, ne? Vergleichen, wer ist besser, der andere ist besser. Solche Sachen werden noch sichtbar und dürfen jetzt wirklich auch rausgehen. Ne? Das ist ganz, ganz stark spürbar, dass sich da unheimlich viel nochmal tut bei euch. Und es hat auch mit Partnerschaften zu tun. Wenn wir uns die Blockadenlöserkarte angucken, da liegt die Ursachenkarte Partnerschaft. Ja, das kann jetzt eine Liebesbeziehung sein, aber im weitesten Sinne kann das auch mit Freundschaften zu tun haben, die schon länger bestehen. Also wirklich ganz alte Freundschaften, die du vielleicht hast, können da betroffen sein, dass dir da nochmal Sachen bewusst werden. Ne? Da kann es auch sein, dass da in Freundschaften wirklich was rausgeht, jemand geht und dein Bewusstsein sich da total verändert. Also komplette Neusortierung auch im Freundeskreis, im ja vielleicht auch in deinen Partnerschaften, ne, kann es natürlich auch ansprechen, dass da wirklich was Neues kommt. Und die Impulskarte von der Peggy, da geht es nämlich nochmal um dein Durchsetzungsvermögen. Ne? Dass du vielleicht so jetzt nicht so hattest oder nicht so stark hattest. Und da geht es wirklich auch darum, dass du diese Dinge einfach aussprichst. All das, was du verändern willst, ja, dann, das musst du aussprechen. Es geht wirklich auch um dieses Durchsetzungsvermögen, dass du das wirklich auch mitteilst, ne? Deine Gedanken positiv hältst und dann kannst du wirklich auch diese Situation ändern für dich, verändern, dass du wieder mehr in deine Balance kommst, ja. Also da geht es wirklich um alte Dinge loszulassen. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, und ich würde jetzt gerne noch eine kleine Energiearbeit mit euch machen
und dazu auch das neue Kartenset nochmal benutzen. Ja, vielleicht haben ein oder andere noch nicht gespürt, wie die Karten sich anfühlen. Und auch ganz lieben Dank hier für eure Feedbacks zur Meditation. Es ist ja eine Meditationskarte dabei und eine ganz lange Meditation. Das goldene Licht der Engel. Und ich habe da so schöne Feedbacks von euch zu der Medi bekommen. Ganz, ganz lieben Dank. Ich bin da immer selber geflasht. Und ja, ich würde euch jetzt eine Karte ziehen. Also wenn du ein bestimmtes Thema jetzt bearbeiten möchtest, was du reinigen willst, klären willst, ja, wo es auch um eine Neuausrichtung gehen soll, dann hol dir das Thema jetzt in den Geist und ich ziehe dir deine Antwort darauf. Und damit machen wir dann eine kleine Energieübertragung. Und da zeigt sich das Durchhaltevermögen, ja, als Antwort auf deine Frage. Also es ist wirklich wichtig, dass du dranbleibst. Oftmals geben wir dann auch zu schnell auf oder sind genervt, gerade auch wenn wir Gewohnheiten ändern wollen. Es geht wirklich darum, dran zu bleiben, egal in welchem Bereich deine Frage jetzt war. Ne, wenn es jetzt um den partnerschaftlichen Bereich geht, dann heißt es, das wirklich noch nicht aufzugeben. Da gibt es vielleicht noch eine Wende in der ganzen Situation. Auch im Beruflichen, wenn du keinen Erfolg im Moment so richtig hattest, dann heißt es auch, bleibe dran und da wird sich noch was einstellen. Ja? Also die Affirmation ist, ich bleibe dran und erreiche mein Ziel. Ja? Und manchmal braucht es halt einfach ein bisschen länger, bis man da an das Ziel ankommt. Ja? Lass dich da nicht verunsichern, sondern bleib einfach dran. Gib die Dinge nicht so schnell auf. Und warte da nochmal ab. Also die Karte sagt auch so ein bisschen abwarten. Und wenn du jetzt mitmachen möchtest bei der Energieübertragung, dann ja, kannst du dich jetzt wirklich auch einrichten. Wir nehmen jetzt die Transformationspyramide mit dazu für die Übertragung und lassen die Energien in dein Thema reinfließen. Und ja, entspann dich einfach und öffne dich einfach für die Energien, dass sie wirklich auf dein Thema wirken dürfen. Ja, die Energien der Karten sind sehr erdend. Ja, das ist ein sehr stark erdendes Kartenset. Das merkst du vielleicht auch jetzt in deinen Füßen sehr stark, die Energie. Und dann schau einfach, was sich in deiner Situation verändert. Es kann sein, dass du das ganz anders siehst, plötzlich, dass du eine andere Sichtweise bekommst, dass du einfach gelassener bist, dass du ruhiger wirst, dass du es nicht mehr als stressig empfindest, ja, dass du einfach gechillter bist. Aber sehr kraftvolle Energie, wow. Und wenn du das Video nochmal anwenden möchtest, du kannst es auch immer nochmal in der Woche dann anwenden auf ein anderes Thema, ja, was vielleicht noch in der Woche sichtbar wird. Das geht also auch, das für mehrere Themen anzuwenden, diese Energiearbeit. Wow, sehr stark fühlbar. Schreibt mir auch gerne eure Themen unten in die Kommentare, was ihr bearbeitet habt und auch was sich dann im Nachhinein vielleicht ergeben hat, könnt ihr gerne machen. Ihr schreibt mir immer gerne private Nachrichten. Wenn es natürlich auch manchmal zu persönlich ist, könnt ihr das auch machen. Freue ich mich wirklich über eure Feedbacks. So, da sind wir schon am Ende angekommen und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du kannst deine nötigen Impulse für die kommende Woche mitnehmen und auch die Energiearbeit für dich anwenden und vielleicht auch noch auf ein späteres Thema, was sich zeigt, ja, wenn du noch mehr persönlich an dir arbeiten willst, dann kannst du dich auch immer gerne melden und ich unterstütze dich da mit meiner Energiearbeit nochmal ganz persönlich für dich. Das hat natürlich nochmal eine andere Wirkung, ja, es ist immer ein Allgemein-Orakel, dürft ihr nicht vergessen, und die Energieübertragung recht kurz, ja, also wenn ich Energiearbeit mache für dich persönlich, dann ist das wirklich immer eine ganze Stunde und hat dann natürlich eine ganz andere Auswirkung auch. Ne? Ja, wie gesagt, eine wunderschöne Woche für euch alle und bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss.